Die Speere nehme ich mal mit, ne? Okay. Wie viele Bandagen hast du das letzte Hm? 90, reicht vollkommen. Ich hab am letzten Run nur 10 gebraucht. Je weniger Bandagen man braucht, desto mehr zeigt das, wie gut die Mages sind. Schleim, Schleim. Punkte, Punkte, sammel, sammel. Oh Gott. Bandagen sind aber billiger als halt sauber. Oh, hier steht ein Sator, ne? Ja, dann macht er mal kaputt. Wo steht ein Sator? Ach, da! Oh, hallo! Aha. Ich hoffe, er hat mich gesehen. Au! Ha, dann Spot ins Gesicht bekommen. Spawned! Spawned! Und schneller. Dabei, der vorlaufen kann, unsere Frau läuft vor, oder? Rein, dann nach rechts. Stimmt, unsere Frau läuft ja auch vor. Ne, Toni, du Frau? Ja. Immer wieder für eine Überraschung gut. Eine Überraschung, ja. Schieb den Ball, schieb den Ball. Wie fahren den dann schon? Geh doch Treppe runter, roll dich doch. Unser fetter Wal, der kämpft sich ganz tapfer hier durch. Die bleibt immer an diesen Seiten hier hängen, ne? Ja, ist so eng hier, muss ich mich immer so durchquetschen. Da ist schon mal ein Spitznet. Anwesend. Und da kommt der Wal. Also Toni, tankst du dann immer an oder? Ich kann natürlich auch tanken, wenn du magst. Oh, ich mach schon. Wir wollen ja durchkommen. Du bist so ein Aber du triffst aufs erste Mal. Beim Hackel sind immer 5 Pfeile durchschnittlich, bis er trifft. Large Rough Ember. Halmer Spätz. Vor allem, er gibt mir halt einen Weak Spot mit 90 Torso. Hätte ich auch gemacht. Alter, was sind das denn für Geräte, Alter? Das war nur ein normaler Sator. Hat der Gerät halt, ne? Ja, Weak Spot sind die immer so. Boah, das ist ja abnormal. Wo ist der Lisa hat aufgespießt? Breit. Ich bin breit. Okay. Ja, Elise Sator. Also, ihr macht Fulmination? Nee. Ich ziehe? Okay. Ich zieh. Aber dann hab ich aus Versehen schon vor dir. Zu lang. Oh, ist doch schon tot. Ich hab zweimal Weak Spot getroffen. Also. Oh. Auch nur ein Speer und 2 Silber. Kein Ortsbier. Ja, wir haben jetzt einen Ort unten, Sator's Bier. Weiter, weiter, weiter. Ach man, der Spot könnte auch echt mehr hergeben, oder? Was? Die Oase ist doch super. Nee, hinten die. Ja, Oase muss hier immer hin und her rennen, das nervt mich. Ich hab Chloe bekommen. Gloriös. Und so, jetzt halt. Wie der Toni halt läuft, ne? Guckt euch mal das an. Ja, sexy, oder? Ja, so richtig weiblich, sexy und so, da keine Ahnung, 20 Kilo Rüstung. Wahrscheinlich so ein halbes Mann-Vibe in der Rüstung. Zwei Meter so wie es groß. Stöhnt. Nee, 2 Meter sind das nicht. Das ist ziemlich klein. Für ein Torso? Ich glaube, ich habe Theater. Hast du meinen Arsch oder meine Größe an sich? Ja, dein fetter Arsch ist ein klassisches Schutzschild. Dass Mayon den Arsch klein findet, ist natürlich klar. Als Fatmage, ne? Mit so einem riesen Wal, ne? Achso, wir müssen ja nach rechts.
Ja, der Toni, der läuft schon so ganz links, ne? Ach, Mann. Ich zieh, ne? Ja, klar. Gar nicht so stark, dass Hakel nicht da ist, oder? Nur Spaß. Doch. Schade, dass Hakel nicht da ist. Ich vermisse den Hakel. Oh. Wenn du jemanden hast, auf den du rumhacken kannst, oder wie? Genau. Rumhackeln. Ein bisschen rumhackeln. Ich hab den Witz hat schon so oft gehört, der findet den gar nicht mehr lustig. Ich finde den immer noch lustig. Hör auf, auf ihn rumzuhackeln. Verdammt, das ist ja eine Aufnahme, das heißt, er sieht's ja später. Du musst es ja nicht online stellen. Oder ihn einfach schicken. Die Stelle raus. Merkt keiner. Mach einfach beep, 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 beep. hör auf mir rum zu beep. Weiß ja gar nicht, wo. Weiß ja gar nicht, worum es geht. Ja. Würde er nie drauf kommen. Ein Glück, ne? Ja, Toni, schaust gerade, ob er da hochlaufen kann, oder? Aber ich gucke alles immer ein bisschen an hier, ne? Ey, da oben ist auf jeden Fall ein Gang, ne? Ja. Da werden wir nachher irgendwann langlaufen. Ja. Diese ganzen Brücken, über die wir rüberlaufen. Und geht's da runter? Auf ihn. Oder geht's tief runter? Noch einmal W gedrückt. Oh nein! Oje. Oje. Sieht aber wirklich tief aus. Wir sind doch keine Anfänger, deswegen springen wir da jetzt runter. Aus Prinzip. Wollen wir nicht erst vorlaufen und den Seitenraum clearen? Triffst du echt auf die Distanz? Soll ich das machen? Ja, von Mama. Ja, ja, jetzt ist die Mauer schuld. Immer ist es die Mauer. Die Mauer muss weg. Aber niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Niemand ist in Saruga. Na und? Hätte ich fast einen Feuerball gecastet. Ui. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe 115 Stärke und meine 112er Bögen machen mir mehr Spaß. Hm. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ich hab 115er Bögen, 115 Stärke, aber mit 112er Bögen mache ich 2 Schaden weniger oder anderthalb, aber habe doppelt so viel Stamina. Achso. Das ist natürlich besser dann, ne? Ja, 2 Stärke drunter bleiben ist besser. Deswegen macht Xuni leider auch 119er. Mir geht Stamina nicht so viel runter. Pfeile? Vielleicht geht's ja hier nur um Kommazahl oder so. Ja, Mo. Jo. Wenn du jetzt Mortal zockst, dann geh ich Switcher zocken. Tschüss. Kann doch grad nicht so viel Spaß. Viel Spaß. Jo. Tschüss. User disconnected from your channel. High-End Dungeon. Das ist auch High-End. Ja, dafür rennen wir hier doch ganz schön durch, finde ich. Also. Ja, aber es ist eigentlich High-End. Hm. Weil hier nie eine Sau reingeht. Und einfach so gut. Das ist. Also, ich habe noch nie jemand gesehen, der es mit Bögen gemacht hat. Wir sind die Ersten.
In ja, vielleicht haben die das. Vielleicht haben die das auch alle verschwiegen. Nein. Ich hab noch. Ich bin ein paar Mal hier rein. Ich habe Leute gehört, die hier rein sind. Und die machen es alle mit den Magnatons. Und ich kenne genug Leute. Und wenn die mir gesagt haben, die hätten hier 3 Leute oder 5 Leute gekillt und alle sind hier mit Bögen rumgelaufen und hatten keinen Magnaton dabei, dann hätte ich das mitgekriegt. Glaub mir mal. Also vielleicht ja, gibt es da eine Gruppe, aber... Die Hirsch-Leute letztens hatten auch keinen Magnaton dabei. Bist du sicher? Ja, lag kein... Also da lagen ja ein paar Pet-Loots, aber es waren alles nur Pferde. Ja, du weißt ja nicht, wo das Pet war. Das letzte Mal an der Stelle ist das Pet weggebackt. Der Typ wurde rangezogen, dem das Pet gehört hatte und ist vor der Instanz gelandet. Dann kam der GM nach einer halben Stunde und hat gesagt, ja, ich weiß euch nicht und fertig. Oh. Und Pets stellen wir auch sowieso nicht wieder her und. Ja. Magnaton weg und Dungeon kurz vorm Boss gegessen, aber mal hier zum Rondell, wo es runtergeht. Hm. Ja? Auch da, wo wir die getroffen haben. Ja. Was Besseres hat. Extra ein Stahlschwert nicht überhaupt irgendwie Schaden machen. Das ist doch gut. Also hier mit den Bögen so easy, das ist ein Witz, das Dungeon. Mit den Bögen. Ah, ich hab sogar noch Skillpunkte übrig für mein Schwertskill, für meinen Aggressive Stance. Also was wir uns hier abgemüht haben, echt. Dabei ist es eigentlich ganz simpel. Ja, wenn man weiß wie. Der Schlimmste ist halt der Endraum, so ohne Haken schafft der Endraum im Leben nicht. Oh. Gerade eben die Stelle, wo 2 Mages sein können. Ja, das ist die kritische Stelle. Gut, der Priester, der ist natürlich auch echt eine Wucht. Ja. Ja, die haben wir ja auch schon zu zweit geschafft. Also mit 2 Archern. Ja, das war glaube ich eher mehr Glück. Also. Ja, es war arschknapp. Oh, sorry. Das war die falsche Taste. Nein, nimm noch mal eine andere. Thunderlash. Ah, das Quake. Was haben wir denn noch so? Ich glaub dir nicht. Warte, ich mach jetzt einen Earthquake. So. Hat er gemerkt? Maja, das ist gesprungen. Ich dachte, sie hätte gepupst. Nee, das wäre ein Fireball. Feuerzeug, und deswegen halte ich die ganze Zeit die Fackel, ne? Achso. Wartest nur drauf, ja. Da pupst Maja dann immer durch und dann fliegt ein Feuerball. Wenn Toni sich da umguckt, ist das besser noch ready. Bam. Totgeschlagen. Leider nicht. Das wäre jetzt geil gewesen. Das wäre wirklich episch gewesen. Mach die 13 Silber nehmen wir mit. Ganz schön gierig heute. 13 Silber, das heißt, das wo wir gestern, gestern war das, nee, vorgestern drin waren, da war noch nur maximal so 5 Silber drin. Ah, ja. Die anderen Truhen auch. Heute, also. In den Barrels. Hab ja mal reingeguckt. Das hat keinen Sinn. Ich probier. Ja, vielleicht zieht sich dann der Mage eher ran, weil er nicht in die Reichweite kommt, zu casten. Das ist meine etwas andere Vermutung. Wir sollten erstmal gucken, ob da ein Elemental Guard ist, weil wenn er nicht ranzieht, dann sind wir halt ziemlich am Arsch. Stamina? Eine Zigarette würde ich mir gerne drehen. Macht euch. Dann schlafe ich noch eine Runde. Essen.
Dann schubse ich Marion mal noch runter. Essen kommt erst nach dem Schlafen. Nein, doch. Aber wenn ich vorher esse, bringt das nicht so viel. Oh. Sagt, wenn ihr Bescheid seid. Bescheid seid. Ja, sagt, wenn ihr Bescheid seid. Pipi Bier holen. Nein. Ich geh Pipi und geh mir ein Bier holen. Ich geh kein Pipi Bier holen. Bisswasser. Bisswasser, we drink it here. Piss Wasser, drink it all day long. Piss Wasser is my favorite song. Piss Wasser, cheap German lager for export only. Kilo. Immer noch nicht obese. Fette Sau. Alter, mein 2,10 Meter großer Mortal Kombat ist leichter, ne? Ich kann bis zu 121 haben. Wie groß bist du? 2,2 Meter. Ui. Dann kann der Mortal Kombat noch eine ganze Menge, glaube ich. Mit 8 cm mehr dürfte noch einiges mehr gehen, ne? Ja, dann bestimmt ab 26 oder so. Dann schafft er die 200 HP noch. Juhu. Ja, Leute, nein! 208. Ich hasse dieses Spiel. Das tun wir alle. Das tun wir wirklich alle, aber weißt du, wir spielen es trotzdem. Nein, Mann. Was passiert? Ich bin unter Wasser. Was? Ja. Hä? Ich bin AFK gelaufen. Du bist gerade in der Wüste ertrunken. Ja, in dem einzigsten Teich, den es da gibt. Ja, ist doch relativ realistisch, ne? Im echten Leben sterben ja auch mehr Leute in der Wüste, weil sie ertrinken. Alter, die Satire ist zu gut. Alter, das muss ich gerne mal im Forum posten. Ein Kumpel von mir ist ertrunken in Saduka. Und dann lachen sich alle so einen Arsch ab. Und tut mein Zweitcharakter auch in die Oase und lass ihn absaufen. Dann mach ich ein Screenshot davon. Herr Trachil? Toni ist wieder da. Hätte sich ja mal heilen können. Oh, sorry. Alter, was ist denn hier los? Ein Stück hinter. Damit sie ein bisschen rankommen. Kommst einer mit von euch? Ja. Ja, was machst du? Alles klar. Komm. Schieß auf den Gegner nicht tot. Nein, ich wollte nur weiter hingehen. Alles klar, dann sag du das. Er hat mir nur... Weil er mir 70er Thunderbolts gegeben hat. Ja, ich glaube, deswegen nehmen die Magnatons mit. Ja. Weil du musst den Major echt verdammt schnell töten. Aber wenn man ihn verdammt schnell tötet, dann braucht man auch den Magnaton nicht. Ja, ich habe 64 Lower Body, 80 Head und 65 Right Limb. Er war tot. Ah, ist doch schön. Direkt Sicht auf einen. Achso, okay, dann machen wir zuerst den. Na, schön von da. Oder wir lassen sie erst hier rechts machen. Ja, wollte ich ja eh machen. Aha. Oh. Oh, ich hab dich geheilt. Das sollte doch ein Feuerball werden, Mensch. Das Glück kann ich über den Kopf von dem scheiß Mage drüber schießen. Netten Mage. Mein Blast. Soll ich dich erst mit der Fackel hauen? Er kommt her, warte, Toni, er bewegt sich. Da ist auch keiner, ich sehe da auch keinen. Da ist er. Hallo, da. Oh, gegen die Mauer geschossen. Ach, was backen die? Ach, lass dich stehen, komm her. Notfalls können wir auch mit Feuerbällen holen. Zu spät. Jetzt sind wir schon weitergelaufen.
Oh, da ist noch einer. Okay. Der andere ist tot, okay. Nee, also ein Merkmal, erinnert mich mal bitte dran. Also ich nehme 112er mit. Ja. 115er. Das ist für den Arsch. Ich will trotzdem nur 117er haben, aber mir reicht das für das Stamina locker. Ich verliere nicht mal ein Viertel, bevor der da ist und ich schieße da andauernd. Dann habe ich vielleicht. Eigentlich, ich habe die alle gleich gebaut. Immer 0,2 unter dem Dings, ne? Ja, vielleicht machst du das nächste Mal einfach nochmal 0,2 niedriger, vielleicht reicht es dann. Mage ist ja tot, dann können wir rein, ne? Ja, das ist noch ein Elemental Guard. Einer ist noch drin, ja. Müsste ein Mage sein. Mage? Ja. Warte mal nochmal. Warte. Oh, okay. Dann halt nicht. Das ist nur ein normaler Guard. Ich hätte für so einen Fall nämlich gerne eine große Heilung im Precast, ne? Ja, für den Mage. Warum? Verstehe ich nicht. Oh, da gibt mir auch 60, ein bisschen stark. Oh, jetzt brauche ich ein bisschen was. Oh, Mage hat. Lauf. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab ihn, glaube ich, wieder. Ist alles gut. Alles gut. Wie hab ich denn so schnell Akku ziehen können? Aber ich glaube, es ist auch so blöde hin und her laufen. Ja, das Blöde war, dass er in mich hineingelaufen ist und da stehen geblieben ist. Boah, ich bitte. Dadurch konnte ich mich nicht bewegen. Ob Sport an denen mehr Schaden macht? Können wir gleich mal ausprobieren. Das ist eine interessante Frage eigentlich. Eigentlich würde es Sinn machen, aber nee, Starbolt, nee. Ja. Naja, dass man überhaupt mit Feuerwellen Schaden an denen machen kann, ist schon merkwürdig. Dann wird so Spurt ganz sicher nicht mehr. Ja, vielleicht haben sie es ja halb implementiert. Ich meine, das wäre doch cool, wenn Sport für irgendwas viable wäre. Das wäre doch mal was. Ja, außer zum Hochmakronen von Skill. Sport ist gut, um Dings wegzucasten, was der Gegner auf sich drauf hat. Mental, hier dieses Reflection. Schild, ja. Dann, um Leute grau zu heilen, erhalten. Also, gibt schon zwei Sachen, ne? Oder um mächtigen Schaden zu machen. Ja, aber es sind halt auch nur PvP-Sachen, ne? Ja, du kannst also, auch Gegner pullen, wenn sie weit weg sind mit Sport, ne? Weil Sport ist, glaube ich, der weiteste Skill. Nee, Fireball. Okay. Also, Mental Projektil hast du mitgekriegt, ne? Dass das, doppelt so weit geht's wie Thunder Slash und 30 bis 60 Schaden macht. Ja, von dem Schaden habe ich schon gehört. Die Reichweite, das klingt ja Hammer. Ja, was denn? Siehst du was, oder? Sieht so aus. Hört sich ganz so an. Schmerzhaft. Er lebt noch. Du klingst so männlich. Stimmt, sein Charakter klingt halt echt männlich. Das ist jetzt mein Charakter. Wait, Baby, halt, jetzt habe ich einen Heal auf den Guard gemacht. Oh fuck. Was wäre das sonst hat? Hä? Okay. Und da ist es. Ich stehe halt in dem Ding drin, ich komme nicht raus. Alles gut, einfach blocken. Ich hab. Au! Wir haben den zweiten, killt den ersten. Ich hab den zweiten, killt den ersten. Der ist an mich dran, der zweite. Alles gut. Killt einfach nur den ersten. Ich hab beide. Ja. Ich hab immer noch Aggro von einem. Jetzt nicht mehr. Okay. Der steht jetzt hier und aggrot gleich irgendwie. Stamina mehr. Er ist tot. Ich hab den anderen. Er hat drauf auch hier, alles gut. Block ihn, ganz ruhig blocken, bis wir hochgeheilt sind. Einfach ruhig blocken. Nicht countern oder sonstiges. Okay, ja. Medic hat hier. Oh. Rennen. Scheiße. 98 auf den Kopf. Soll ich die Fackel runternehmen? Ich brauche auf jeden Fall Heilung. Dann mach.
Hier drin ist irgendwie heller als erwartet. Du sollst nicht countern, einfach blocken, konzentrieren. Hab ihn. Jetzt block ich. Du hast. Keine Pfeile, nach. Hab ich. Das tut. Okay, und raus. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Nehmt ihr meine Sachen mit? Nein! Nein! Lass dich liegen, loggen jetzt aus und sagen dir nicht Tschüss. Nein, unser Wal ist gestorben. Jetzt können wir uns wenigstens wie Star Wars in dem Fell verstecken, ja? In den Eingeweiden. Warum liegt denn die in der Spirit Box? Weil sie die ich im Inventar hatte. Ah, ich hab's aufgehoben. Da sind noch ein paar Sachen drin. Alles kann ich nicht tragen. Warte, ich kann auch noch sagen. Ich seh. Nochmal Fackel an. Ist jetzt Loot Mill. Da ist es. Ui. Fuzzy Test und das Bloodwax. Genau. Den Kopf hast du auch gleich genau. Den hab ich, den esse ich jetzt. Unser Highlander! Den dicken Kopf mal wieder Stunden. Der Heilwunder, der ist ja auch im Channel. Heimbach noch da? Ja, ich hab gerade gemerkt, dass mein Loot einfach weg ist. Achso, ja, wenn du im Wasser stirbst, kommt auch an, wo du im Wasser stirbst, aber klar. Nein, ich hab dann Drop Loot gemacht von meinem anderen und hab das ganze Zeug aus dem Wasser geholt, gell? Okay. 2 Minuten später bin ich wieder da mit dem anderen Charakter, ist Loot weg. Achso, ja, Drop Loot verschwindet halt ziemlich schnell. Ja, danke, dass es mir auch mal jemand sagt. Steht doch da als Warnung. Steht sogar als echt fett als Warnung da. Dickte Scheiße. Also wir sind auch hier extrem stark heute, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das Wochenende, wo viele in Dungeon gemacht haben, waren die nicht so stark, ne? Also die 70er Hits da von den Mages, also das war glaube ich um die Hälfte. Das Schlimmste war, dass ich irgendwie die ersten 2 Hits oder sowas für einen AE-Effekt von dem einen gehalten habe. Ja, weil er halt auch optisch immer noch aufs Bett eingehauen hat. Ja. Nur gucken wegen Reason, ne? Ja, ja, klar. Okay, hier ist keins, der war schnell. Da müssten wir. Da vorne ist wieder Respawn. Vorsicht, jetzt müssen wir uns da unten rechts halten. Ich komm hier nicht rüber. Ja. Rechts, gell? So, das ist jetzt eine frische Mage, ne? Mal gucken, wie viel Schaden. Oh, ganz recht. Ich hab doch gesagt rechts, ich dachte, das ist doch nicht zum Spaß, Toni. Ja, ja. Warte hier kurz warten wegen Agro, ob wir es gezogen haben. Gut aus. Das dauert genau 7 Sekunden. Weil wir in Deutschland sind. Macht trotzdem 69. Hier, warte mal, Element. Doch, 63. Und wieder durfte ich nicht rissen. Oh, schade. Musstest du ja auch sterben. Vielleicht sollte ich auch noch Spiritism lernen oder so. Das war natürlich Ember, ne? Seine Fackel. Eine Sekunde. Nur wir wissen, ob hier links oder rechts ein Gang ist. Ah, hier links ist einer, Vorsicht. Vorne ist schon wieder einer. Da muss ich aber die Fackel weglegen. Vorsicht, Honiger. Ja, nicht da, Mann, sonst ist es noch aggro. Achso. Nein, ich meine Toni.
Naja, ich habe mich auch nur gewundert, wo man hin ist, aber... Nur einer respawn. Ah, hier steht er. Leider Wichser. Toni? Achso, ja, das ist richtig, stimmt, links. Ich hab das schon so Routine drin, so, weißt du? Wolltest du schon einen anderen Gang gehen? Ja, genau, ich wollte schon wieder weitergehen. Wenn du mal überlegst, das ist immer links. Stimmt, beim Rausgehen ist es links, beim Reingehen ist es links. Das ist so. Der Händler ist lange. Linkshändler. Hat lange gedauert. Ich lerne jetzt extra nochmal Nahkampf, nur für hier. Vorsicht. Jetzt weiß ich auch wieso wahrscheinlich man hier nur mit dem Magnet reingeht. Aber ich sag's euch gleich, warte, ich mal kämpfen. Hier bitte? Gleich. Ja. Ja, kommt gleich. Oh. Cool. Noch eins. Jojo, ich seh deine. Das leckt. Ich weiß, renn im Kreis. Ist besser noch dran? Jo. Aber wieso man hier nur mit der Magnatron reingeht? Hier sind wahrscheinlich Leute reingegangen, haben gegen die Viecher gekämpft, haben gemerkt, scheiße, du machst nur Equipment-Hits. Und die machen halt so einen Schaden. Vielleicht sind sie deswegen drauf gekommen und nur mit dem Magnaton kommst du hier weiter. Ja, mit dem Magnaton brauchst du halt weniger Leute, ne? Erst mit den Bögen. Zwei weniger. Mit den Bögen, weil du machst ja keine Equipment-Hits, solange der nicht einmal die Waffe zieht. Wenn du die Waffe ziehst, machst du nur Equipment-Hits. Ja. Also entweder ist es gewollt oder ist es entverbuggt. Ne, das ist bei den Saturn genauso. Das ist dann immer, wenn die blocken praktisch. Also wenn du im Nahkampf einen Blocked-Hit machen würdest, kriegst du dann Equipment-Hit. Mit dem Bogen. Vorsicht, Toni, welchen ziehst du? Ja, der kommt. Eine sehr präzise Antwort.
nicht so. Ich glaube, Toni ist zu dritt bei den Minotauren, kommt genau dasselbe raus. Wenn drei Leute mit diesen Longbows auf den Minotauren schießen, der ist ja tot, bevor er da ist. Die Scroll kann ich nicht mitnehmen. Komm nicht. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Wie hießen die? Poison Cloud. Erstmal ein bisschen was. Wahrscheinlich ist auch mal was. Als Darwiner geht ja echt nix wie weg. Nix weg? Nein, geht nix wie weg. Achso. Ich wollte gerade sagen, ich hatte 40.000, hatte jetzt 24.000. Der 112er Bogen hat mir echt besser gefallen. Muss ich ehrlich sagen. Das Gute ist, du kriegst schnell wieder Hunger. Also, ich muss ja eh wieder zunehmen, dann passt es. Fertig? Warte. 10 Sekunden noch. Oh. 10 Sekunden sind jetzt aber vorbei. Ich überlege gerade Guard Steps, you. Das ist ein Step, das ist ein Stich, oder nicht? Ja. So, warte mal. Der Step dich also die ganze Zeit, der Stich dich, ja? Wenn die nicht auch slashen können? Dann müssen wir nämlich mal Draconigene Armatus mitnehmen. Dann haben wir noch weniger Probleme. Jo. Slash und also Draconigene Armatus echt gut gegen Piercing. Warte, das beste Material gegen Piercing war, Augmium. Nein, da gab's noch ein anderes. Billigeres. Ne, Kupron war's nicht, gell. Toni, wo läufst du lang? Hier geht's lang. Zion Stahl? Ja. Hier geht's lang. Achso, sorry. Ja, schreib mich doch nicht an. Warte, Toni, du Wichser! Nee, echt, nehmen wir nichts mit, Mann, dann kriegen wir noch weniger rein. Ja, auf jeden Fall. Das hat die Folge ab. Und wir machen für die Mages extra eine, die nur 5 Kilo wiegt. Ich glaube, das geht sich nicht. Na, muss man mal gucken. Drakohelm oder sowas einfach. Alter, wie ist denn das? Ich brauche nur Drakohelm, Drakus und der Rest, ne? Mhm. Weil die meisten Mobs oder viele oder alle Mobs hauen ja nur auf Helm, ne? Und Brust. Also ich habe einmal Lower Body, zweimal Head und einmal Torso bekommen. Also das heißt, so mit Kopf und Brust ist man schon gut geschützt. Denke ich. Eigentlich könnten wir hier durchrennen, aber wir machen die. Nee, komm, wir machen die jetzt schon noch, also Toni, nee. Hast du eine Stamina aus? Die, ne, fix. Elemental Guards können auch slashen, sehe ich gerade. Ja, deswegen, da können wir gehen am besten. Nimm mal Just for Fun Torso mit. Stellen wir uns mal bei einer hin und dann lässt sich vor sie mal aggro. Ja, kann ich ja. Ne, wir können ja hochrennen oder resen dann. Ja, aus. Was probiert man aus, ne? Ja, wir suchen einfach das optimalste Gear für dieses Dungeon hier. Ein bisschen Stamina. Und da passieren ja nicht mehr so welche Unfälle wie beim ersten Mal oder. Wie jetzt gerade eben. Ja, man kann ja die ganze Sache nur fahren, ne? Mein Ortsbier nehme ich jetzt auch mal mit, falls meine Waffe kaputt geht. Sicher. Ja, sind eigentlich gut, ja.
Eigentlich brauche ich hier keine Waffe mehr, Spetzner. Das brauchst du mir nichts mehr craften. Oddsbier von hier drin, das reicht mir völlig aus, Mann. Ein Oddsbier für die. Oder zwei Oddsbiere für die ganzen Instanz. Ja. Oder zwei Speere für die ganzen Instanz. Oh, die finden wir ja am Anfang schon. Oh, fuck, zwei sind ja. So, nimm ich einen. Mach den einen erst. Ich hab den anderen. Okay. Wenn ich da unten in der Wand backen würde, ey, ich krieg einen Anfall. Das ist cool. Der Gegner auf, dass die Waffe wechseln und so lange dauert. Wenn es nicht mal eine Sekunde ja. würde, dann. Aber das ist schon relativ realistisch. Ja, aber ich, nee, eigentlich nicht, weil wenn du so ein Schwert in der Schwertscheide hast, dann hast du deinen Bogen noch in der linken Hand, ziehst ein Einhandschwert in der rechten und haust drauf. Du hast aber kein Einhandschwert, was du da mal eben ziehen kannst. Ja, aber ich meine, wenn es wenigstens gehen würde, dann hätte ich eins. Du hast Dual Strike nicht gehört. Ein Share hat. Man könnte es einführen, wenn du den Use-Frag machst, sollte es gehen. Jetzt komme ich hier durch, ohne dass mich getroffen wird, weil ich hier wie bekloppt dann durchrenne oder was. Ist ja wohl nicht wahr. Toni, links raus, oder? Oder wo läufst du lang? Ja, dann komme ich links raus. Aha, hier sind die Fallen. Dieses Knacken? Was ist das für ein Loch hier? Da können Zwerge bestimmt reinfallen. Also dann ist auf Vena schon mal. Nee, ach, Marion schon mal gefallen. Wenn wir eine Frau dabei haben, das muss Alvena sein. Ju, Glory! Jetzt haben wir hier Glory der Mage, ja. Vorsicht, da vorne ist direkt eine. Gute Beul. Ganz im Schrank. Mit einem Glory Match. Sport vorbereiten. Ja, aber es besser wohl schneller. Du hast aber keinen mächtigen Sport benutzt. Ja, dann ist natürlich kacke, ne? Brauchst du noch was von den Bankhakern? Nee. Also ich habe sogar Ausrüstung einfach fürs nächste Mal einfach zum Reinlaufen. Ich würde ihm halt noch ein bisschen was geben auf jeden Fall und vor allem auch Maya und ihre Rüstung. Ja, genau, warte, ich hab ich kann nichts mehr annehmen, ich habe so volles Inventar. Ich lock hier aus, willst du mir noch was geben? Dir? Dann für die Bank allgemein, oder? Ich lock hier aus, ich bleib hier. Genauso Bank, hier morgen auch. Oder übermorgen. Ja, ich bleib ja auch hier. Dann wollen wir auf morgen ran. Ach, da ist sie ja schon. Ah, da ist sie doch schon. Ne? Wie? Was ich brauche einen Kommentar von dir. Hä? Was ich hier mache. Das weiß ich nicht. Du läufst einfach nur hinter meinen hin und her. Das ergibt keinen Sinn. Alter, bist du irgendwie katholisch und in der Kirche oder so? Ja, das bist halt zu weit weg von ihr, um irgendetwas Effektives zu tun. Ach so, ja, scheiße. So lang ist das Ding nicht. Doch! Ja genau, nimm den Zetos-Bier und versuch's damit. Ja, ein bisschen tiefer müsst ihr noch, ne? Muss glaube ich. Macht deine Frau auch hier einen Namen zu dir. Wie viel Schaden macht denn der? Darf ich mal testen? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wieso macht er so viel Schaden, oder was?
Ja, der macht ganz gut Schaden, gerade auf den Nackten. Kann jemand Toni pieksen? Oh, mach doch. Und zwar 33. Ich muss mal Nitris hält noch. 28 hat. Wo hast du es gewusst? Ich hab keine Aggressive Stance, deswegen nur 28. Skills, naja, und weil er eine Rüstung anhat. Also Skills unbedingt wieder Aggressive Stance, Defensive Stance und Schwerter hoch. Ich hab zwar nur 60 Skillpunkte, aber das ist es wert. Ja, wow. Ja? Ja. Jeder Punkt, da zählt jeder einzelne Punkt. Wir müssen ja schließlich minmaxen hier. Ach, komm her, Marion. Ist ein Keks. Hier ist Shoriel, Sonk. Also als Archer brauche ich auch Combat Maneuvering, oder? Combat Maneuvering? Ja. Eigentlich nur als Fußsoldat. Also mein Archer Archern und ist ein Fußsoldat, der hat 240 Speed und ich habe genug Leben und es ist alles gut, ey. Hört mal auf mit dieser scheiß verdammten Hybrid-Piss-Kacke, Mann, ey. Da krieg ich echt einen Hals. Hybrid-Piss-Kacke. Ja, dieses hier null Dex und ein bisschen Heilung und ach, weiß ich, Mensch. Also was habe ich denn? Ich rede jetzt nur davon, ob ich Combat Maneuvering brauche. Also kann ich wieder 100 Punkte mehr. Klar brauchst du Combat Maneuvering. Okay, gut. Für Armor Training brauchst du es ja, glaube ich, ne? Ah, fuck, genau. Okay, ja, dann ist es ja erledigt. Und Momentum, End und ja. Alles so ziemlich was. Wegen dem Combat Maneuvering halt, ne? Ja, gut, haben wir mal gesehen, da fehlt einer mehr, ne? Wobei wir es auch ganz gut ohne dich hingekriegt haben, Toni. Man muss jetzt mal gemein. Ich hab nicht zugehört, ich hab mir gerade den von Abel Barjo angeguckt. Den nackten Hintern. Ja. Hey! Jetzt müssen wir uns alle anders positionieren. Okay, ich bin Gentleman. Zwei Ärsche. Stimmt! Toni zieht die Hose aus. Toni. Hinten anstellen, wer ist zuerst dran oder wie ist das hier? Ja, Toni, jetzt sieht deine Hose aus, dann steh dich daneben. Los! Okay. Ach ja, jetzt, okay, na dann. Warte, ich bück mich. Ja, so viel zu Nadel. Ja, schleck. Schleck. Warte, genau, warte, da fehlt noch der Sound, ne? Nein! Okay. Ja, so ist gut. Schleck. Gott, das ist so heftig. Meine Frau fragt mich auch schon, ob ich bereit bin. Schleck, ja, richtig, ja, hau. Ja, so lässig, geil, oh. Geil. Geil. Oh ja, geil. Oh mein, ich kann es gar nicht. Ein echter Schweizer Porno halt. Schweizer Deutsch kann halt keiner. So geil. So geil. Ja, richtig. Ja, so, ja, ist gut. Ja. Ist gut. Ja, warum spricht schon da? Ja, so ist. Zum Glück habe ich den Server gut gemutet. Ja, so ist lässig. So ist gut. Ja, hi Luther. Oh, komm, schleck ihn. Schleck mal. Ja, mach bitte, ja.
Aber dieses Haar von dir zum Abschluss war echt super. Scheiße. Ja, verreckt da hinten. Ach ja.